Herzlich willkommen im Video-Tutorial zur Erstellung einer 3D-Punktwolke mit dem Structure for Motion-Verfahren mit der Software Agisoft Metashape Professional. Zuerst kurz zum Structure for Motion-Verfahren. Dies ist eine Methode, um 3D-Informationen aus überlappten, zeitversetzten Bildern zu gewinnen. In diesem Fall wurden die Bilder mit einer Drohne aufgenommen, und zwar der DJI Mavic Pro 2. Im Außendienst ist bei der Aufnahme darauf zu achten, dass die aufgenommenen Bilder eine Überlappung von mindestens 80% besitzen, da die Software über automatisch erkannte identische Punkte die Bilder miteinander in geometrischen Bezug bringt. Nach Start über die Verknüpfung auf dem Desktop oder dem Startmenü öffnet sich ein leeres Projekt und das Standardansichtsfenster der Software, hier bereits zu sehen. Unter Tools, Preferences, kann die Software zuerst auf Deutsch umgestellt werden. Und zwar hier unter Language kann von Englisch auf Deutsch gestellt werden und mit Apply bestätigt werden. Daraufhin ist die Oberfläche in Deutsch vorhanden. Unter den Einstellungen ist noch zu prüfen, dass unter stereoskopische Anzeigen der Modus Amaglyph gewählt ist und die Parallaxe auf 1.0 steht, wie hier bereits geschehen. Auf dem Reiter GPU kann die Grafikkarte des PCs eingestellt werden. Hierbei ist wichtig, bei Hardware mit einer zusätzlichen Onboard-Grafiklösung die leistungsstärkere Grafikkarte zu wählen. In diesem Fall sind zwei Grafikkarten verbaut, welche beide leistungsstark sind und deshalb belassen werden können. Generell ist bei der Berechnung von Punktwolken mit dem Structure for Motion-Verfahren ein leistungsstarker PC sehr zu empfehlen, weil einfach dass die Berechnungszeiten verkürzt und diese sind ohnehin schon sehr lang, wird man aber im späteren Verlauf des Videos auch nochmal sehen. Hier an dem Computer, wie bereits erwähnt, zwei Grafikkarten aus dem Gaming-Sektor mit verhältnismäßig viel Leistung und eben auch ein starker Prozessor mit 6 Kernen und 128 GB Arbeitsspeicher wurde hier verbaut. Wieder zurück in der Software Agisoft lässt sich unter dem Reiter Erweitert noch prüfen, ob unter Sonstiges die Feinlevel-Aufgabenunterteilung aktiviert ist und die VBO-Unterstützung aktiviert ist. Mit einem Klick auf OK können die Einstellungen gespeichert werden und man ist wieder in der Programmoberfläche. Zur Programmoberfläche, die ganze ist geteilt in einen Menübereich und ein paar Schnelloptionen, dann in den Arbeitsbereich. Hier tauchen dann im späteren Verlauf die Berechnungen auf. Hier kann man noch umswitchen auf Referenz. Das wird im späteren Verlauf wichtig, wenn ein Maßstab an die Punktwolke angebracht werden soll und die Punkte nochmal miteinander verknüpft werden. Hier im rechten Bereich wird die Punktwolke dargestellt im Modellbereich oder eben andere berechnete Objekte. Im Ortho-Bereich kann man sich das Ganze dann in der Ortho-Ansicht anzeigen und die einzelnen Bilder, die dann hier im unteren Bereich erscheinen, können dort auch dann angeschaut werden. Generell wichtig ist für uns eigentlich hier dieses Ablauf-Menü, weil hier werden alle Berechnungen angestoßen, die notwendig werden. An den anderen Menüpunkten findet man noch zusätzliche Optionen jeweilig für die jeweilig berechneten Objekte. Als Datengrundlage liegen die Bilder aus der Befliegung vom 4.12.2019 im JPEG-Format vor. Diese sind in einem Ordner, um sie später leichter zu importieren zu können. Hierbei ist zu erkennen, dass der Pilot 662 Bilder mit einer hohen Überdeckung geschossen hat. Wenn man auf eins der Bilder klickt, kann man diese sich auch anschauen und erkennt hier Zielmarken, welche im späteren Verlauf bei der Verknüpfung und Anbringen eines Maßstabes in den Bildverband unterstützen. Hier kann man sich die Bilder auch einzeln einfach anschauen und erkennt jetzt hier die Flugbahn, dass die Drohne da gerade aufgestiegen ist. Diese Bilder kann man mit dem Reiter Ablauf importieren. Der Reiter Ablauf ist sehr wichtig, weil hier, um eine Punktwolke zu erhalten, einfach Schritt für Schritt vorgegangen werden muss.
Hier kann auf Ordner hinzufügen der gesamte Ordner gewählt werden, woraufhin die Bilder in die Software geladen werden. Nachdem die einzelnen Fotos im Ordner importiert wurden, erscheint dieses Menü. Dort muss die Option einzelne Kameras gewählt werden und mit OK bestätigt werden. Daraufhin sind alle Bilder aus dem Ordner in die Software geladen und erscheinen ebenfalls hier in dem Bereich der Bilder. Hier unten hat man ein paar Optionen, und zwar kann man die sich auch hier noch auf dieser Kachel hier kleiner und größer schalten, oder könnte sich auch hier die Bilder mit Details anschauen. Da sind eben Sachen wie mit welchem Kamera, Modell, mit welcher Brennweite, Blendenzahl, ISO, Verschlusszeit und aus welchem Pfad die gespeichert wurden. Aber eigentlich ist das Praktischste hier groß zu bleiben, weil man einfach dann die Bilder besser unterscheiden kann. Dann kann man hier oben wieder in den Modellbereich wechseln. Hier im Arbeitsbereich sieht man jetzt, dass im Chunk 661 Kameras gefunden wurden, wo noch 0 zueinander ausgerichtet wurden. Unter Referenz erkennt man hier eben auch die ganzen Kameras mit schon Koordinaten, welche eben aus den GNSS-Sensoren der Drohne kommen und eben hier mit einer sehr schlechten Genauigkeit einfach schon mal die Software bei der Berechnung unterstützen. Genau, man kann jetzt hier sich auch auf dem Klick hier oben, wird die Ansicht gesteuert, kann man sich jetzt schon diese Punkte von diesen Kamerastandpunkten vorab einblenden lassen. Das beruht jetzt aber eben nur auf den GNSS-Koordinaten. Um die Kameras jetzt zueinander auszurichten, muss man wieder in diesen Reiter Ablauf. Und dann ist der nächste Schritt quasi freigeschaltet, weil die Bilder ausgerichtet wurden, und man kann mit Klick auf den Button Fotos ausrichten die Bilder zueinander ausrichten lassen. Da sucht er quasi bekannte Strukturen in den Bildern und sie findet in anderen Bildern wieder und kann so die Bilder zueinander ausrichten. Hier kann man die Genauigkeit noch ein bisschen anpassen, da ist jetzt hoch, aber auch erstmal passend. Der Rest passt soweit. Hier Schlüsselpunkte-Limit kann man einstellen, wie viele Punkte er maximal finden soll und wie viele er für die Verknüpfung hernehmen soll. Das ist aber mit 40.000 und 4.000 eigentlich schon mal ganz gut. Da kann man ein bisschen justieren bei Bedarf. Je mehr man da wählt, desto länger braucht natürlich auch die Berechnung. Dann kann man einfach mit OK bestätigen und dann fängt er an, die Bilder miteinander zueinander auszurichten. Das braucht auch relativ viel Zeit. Das hängt aber auch stark von der Grafikkarte ab. Hier sieht man jetzt auch, wie er quasi für jedes Bild dann diese Tie Points berechnet. Nachdem die Verknüpfung der verschiedenen Kameras nun abgeschlossen ist, mit eben diesem Modellbereich eben, in dem man sich einfach mit Mausrad reinzoomen kann und gedrückte Maustaste schwenken kann, diese Verknüpfungspunkte dargestellt. Das ist jetzt noch nicht die fertige Punktwolke, sondern lediglich die Punkte, die für die Verknüpfung der einzelnen Fotos verwendet wurde. Und hier in Blau mit diesem Vektor lotrecht immer drauf, das sind die ausgerichteten Kamerastandpunkte, die er jetzt berechnet hat. Hier kann man die Darstellung auch in dem Bereich hier oben etwas anzeigen, und zwar kann man hier verschiedene Sachen ein- und ausblenden. Hier Stand jetzt kann man nur hier noch eine Basiskarte einblenden und hier auf Kamera die Standpunkte ausblenden. Dann erkennen wir eben besser, was darunter liegt. So, um in den Arbeitsbereich zurückzuwechseln, das kann man wieder hier unten machen. Da kann man sich jetzt dann nochmal anschauen, dass von den Bildern Kameras 661 von 661 ausgerichtet wurden und hier knapp 500.000 Verknüpfungspunkte gewählt wurden. Da sieht man jetzt auch nochmal die Einstellungen und
eben die Zeit, die es gebraucht hat, um das Ganze zu berechnen, eben zum Abgleich fast 3 Minuten und zur Ausrichtung eine Viertelstunde, was schon relativ viel ist. Jetzt sollte zuerst einmal das Projekt noch gesichert werden. Das geht wie üblich auf Datei speichern unter. Dann kann man einen Ordner wählen und einfach einen beliebigen Namen vergeben. In dem Fall jetzt einfach AGSoft lokal. Und dann wird in dem Ordner eine Metashape Projektdata mit der Endung PSX angelegt und noch verschiedene Ordner, wo er eben dann sich seine lokalen Daten reinspeichert. So, genau. Jetzt wurde das Ganze gespeichert. Man kann auf Datei speichern oder strgs einfach auch zwischenrein jetzt immer im Zwischenstand sichern, damit eben, falls er doch mal abstürzen sollte, keine Daten verloren gehen. So, im nächsten Schritt muss nun die Punktwolke einen Maßstab reingebracht werden, weil er kann die Fotos zwar zueinander ausrichten, aber das Problem ist eben beim Structure from Motion Verfahren, dass man, um das Ganze maßstäblich zu bekommen, idealerweise Maßstab 1, um daraus direkt Maße ableiten zu können, Passpunkte braucht, die irgendwie in irgendeiner Form aufgemessen wurden. In diesem Fall wurde das Ganze eben tachymetrisch erledigt. Man kann jetzt eben, auch wenn man nochmal hier in den Ortho-Modus wechselt, sieht man eben auch hier, dass die Punkte zwar schon über das GPS irgendwie an der richtigen Position sind, aber eben einfach noch nicht maßstäblich ist. Das kann man sich auch hier nochmal anschauen, wenn man hier die Übersichtskarte einblendet, sieht man eben auch schon mal diese Verknüpfungspunkte, aber eben, dass der Maßstab einfach noch nicht passt. Wieder ausschalten, um sich nicht verwirren zu lassen. Um Maßstab einfügen zu können, muss man hier in den Reiter Referenz wechseln und muss eben zuerst die Koordinaten, die tachymetrisch bestimmt wurden, in einer ASCII-Datei vorliegen, in die Software reinladen. Hier die ASCII-Datei sieht folgendermaßen aus. Und zwar ist es einfach Punktnummer, das Trennzeichen ist ein Komma und das Dezimaltrennzeichen ein Punkt und dann einfach lokale Koordinaten, also x, y, z, die eben tachymetrisch bestimmt wurden. Um diese Datei in die Software reinzubekommen, muss man hier auf Datei importieren, Referenz importieren klicken und dann eben die gewünschte Datei im Dateisystem wählen, woraufhin sich dann dieses Fenster CSV importieren öffnet. Dann muss man hier noch lokale Koordinaten anwählen, weil es eben schon keine bereits georeferenzierten Koordinaten sind. Man muss noch wählen, was das Trennzeichen ist. Das kann man einfach in der Datei nachschauen, also ein Komma. Und Punkt hat er auch automatisch als Dezimal-Trennzeichen. Man erkennt jetzt aber auch hier unten, dass schon die CSV-Datei einfach richtig geladen wurde. Also hier der Name, Punktname und dann hier die Koordinaten kommen. Genau, andere Informationen hatten wir jetzt eben nicht, sind aber auch hier nicht nötig. Mit OK kann man dann den Import anstoßen. Daraufhin erscheint die Meldung für 11 Eintragungen, kann keine Übereinstimmung gefunden wurden, neue Markierungen erzeugen. Da muss man mit Ja alle bestätigen. Daraufhin werden hier im Referenzmenü für die Koordinaten, für die Soll-Koordinaten bereits Markierungen angelegt. Man kann jetzt auch, wenn man hier nochmal reingeht und auf Anzeige zurücksetzt, hier auch wieder die Punktwolke und die Koordinaten der Markierungen liegen jetzt noch an einem komplett falschen Ort. Jetzt mit damit zu beginnen, die Punkte, also die Punktwolke oder die vorausgerichteten Punkte mit einem Maßstab zu versehen, kann man hier unten einfach mal ein Bild öffnen, wo so eine Zielmarke, die
telemetrisch bestimmt wurde, zu sehen ist, erkennbar ist. Sieht man hier sehr gut. Da kann man auch mit Mausrad einfach reinzoomen. Und daraufhin muss man sich dann noch klar werden, wie die Zielmarke heißt. Dafür gibt es hier zwei Fotos, und zwar Fassadenansichten an der Synagoge und noch einen kleinen aufbereiteter Lageplan mit Zielmarken. Hier überwiegend mit den Spinnen, die man von der Drohne aus sieht, und noch an der Mikwe mit der Zielmarke 201 und 202. Erstmal wieder zurück in die Fassadenaufnahme, und zwar sieht man jetzt hier, dass es sich hier um die Zielmarke 107 handelt. Daraufhin kann man wieder in die Software zurückwechseln, genau reinzoomen, die Mitte der Zielmarke identifizieren und Markierung setzen und hier dann direkt, also mit Rechtsklick Markierung setzen, die Zielmarke 107 auswählen. Daraufhin sucht man ein Bild, wo eben nochmal die Zielmarke 107 zu sehen ist. Jetzt in diesem Bild kann man hier unten einfach anwählen und macht dasselbe Prozedere nochmal. Markierung setzen, 107. Daraufhin erscheint dann in grün so ein Fähnchen, was eben die Markierung symbolisiert. So. Dann macht man das Ganze jetzt weiter. Jetzt hat er hier schon, weil das Ganze in zwei Bildern gewählt wurde und er sich somit schon mal weiter die Koordinaten berechnen kann, in den anderen Bildern, weil die zueinander ausgerichtet sind, schon mal in grau, mit so einem grauen Fähnchen, einen Vorschlag für die Zielmarke unterbreitet. Die kann man dann hier noch genau draufziehen, woraufhin sie dann grün wird. Ja, ein grünes Zielfähnchen heißt eben, dass dieser Punkt händisch gewählt wurde. Grau sind die Vorschläge und in blau sind dann automatisch bestimmte Zielpunkte. Das sieht man aber später immer nochmal, weil je nachdem, was für Markierungen in den Bildern vorliegen, erscheinen hier auch die Fähnchen. So. Um jetzt eben weitermachen zu können, sucht man sich eben weitere Bilder mit dem 107er Punkt drin. Genau. Man kann dann eben einfach die Bilder mit den grauen Fähnchen suchen, kann sich hier auch wieder das Ganze dann auf Mittel umstellen, dann findet man es vielleicht ein bisschen besser, weil mehr Bilder angezeigt werden, und da eben dann das Ganze noch anpassen. Das ist auch einfach mal gut, wenn die Bilder nicht nur immer aus demselben Blickwinkel gemacht wurden, sondern man auch einfach mal verschiedene Blickwinkel hat. Da wir jetzt hier natürlich ein Punkt nicht reicht, muss eben noch ein anderer, die anderen Zielmarken einfach mit eingefügt werden. Da geht man nach demselben Prozedere vor. Und zwar sucht man sich da einfach Bilder, indem man so eine Zielmarke recht klar bestimmen kann, kann sich wieder hier mit den Punkten helfen, und zwar ist es jetzt hier dann der Punkt 106. Geht hier, zoomt hier wieder rein, wählt die Mitte, Markierung setzen, Markierung 106. Daraufhin erscheinen dann noch mehr graue Fähnchen, weil natürlich der Punkt auch gefunden wird, und kann sich dann hier einfach weiter durcharbeiten. Muss einfach manchmal schauen, manchmal sind die Punkte auch verdeckt, das erkennt er dann nicht so ganz so gut. Muss einfach ein bisschen nacharbeiten, weil die auch erst für die Ausrichtung verwendet werden, wenn die quasi grün sind und bestätigt sind oder wenn es automatisch geklappt hat und die dann blau sind, die Fähnchen. Hier hat er jetzt nicht vorerkannt, da kann man wieder mit Markierung setzen, den 106er wählen. Man erkennt jetzt auch hier eben, in wie vielen Projektionen die Bilder schon gewählt wurden. Jetzt der 107er Punkt in 13, der 106er in 2. Das macht man erstmal weiter, weil man einfach möglichst viele Passpunkte verwendet, die möglichst homogen über das Messgebiet verteilt sind. Dass man vielleicht nochmal andere Punkte sucht. Und zwar vielleicht hier vorne der 101er Punkt könnte man mal suchen. Da muss man einfach in den Bildern sich einen kleinen Überblick verschaffen. Das ist jetzt die Ansicht, die man gerade eben auch gesehen hat von der Synagoge. Kann jetzt hier mit Markierung setzen.
ebenfalls den Punkt 101 bestimmen. Kann jetzt hier auch nochmal schauen, den da unten. Der war ja auch tachymetrisch bestimmt. Das dürfte der Punkt 102 sein. Kann auch wieder mit Rechtsklick Markierung setzen. Den ebenfalls schon mal anwählen. Und danach einfach ein bisschen weiterschauen. Den muss man jetzt eben noch ein zweites Mal anwählen. Markierung setzen. 101. Markierung setzen. 102. Hierbei ist eben wichtig, dass man einfach ein bisschen Übersicht hat, wie welcher Punkt heißt. Gut ist natürlich, wenn man das Ganze selber vor Ort gemessen hat oder ja, sich einfach anhand von Übersichten da gut einen Überblick verschaffen konnte. Jetzt, weil auch zwei Punkte gewählt wurden, kommen auch die Vorschläge für Punkt 101 und 102. Da kann man jetzt hier einfach mal ein bisschen weitermachen. Einfach mal, ja, idealerweise in jedem Bild das Ganze anpassen. Da aber die Koordinaten ja auch, also noch ist die Punktwolke nicht transformiert in dieses lokale System, und wenn man jetzt einfach schon mal vier Punkte von den Markern gewählt hat, kann man hier mit Kameraausrichtung optimieren, schon mal diese die Kameraausrichtung eben anpassen, diese ganzen Kameraparameter berechnen lassen. Und zwar muss man hier einfach alles anwählen, alle Parameter, mit OK bestätigen. Daraufhin berechnet die Software wieder und sollte jetzt hoffentlich schon mit vier Passpunkten schon mal grob einen Maßstab berechnen können und damit die Punktwolke gleich in dieses lokale System transformieren, woraufhin die anderen Marker eben schon an der richtigen Stelle liegen und man sich einfach ein bisschen leichter tut, die dann zu erkennen. So, nachdem die Berechnung eben abgeschlossen ist, erkennt man eben hier, dass jetzt diese Fehler schon enorm kleiner geworden sind. Ist jetzt aber hier auch noch nicht extrem aussagekräftig, weil das Ganze eben einfach nur über vier Punkte jetzt mal gemacht wurde. Es hat eben nur den Vorteil, dass eben die anderen Koordinaten jetzt dann anzeigen zu lassen, muss man in dieser Modellansicht hier oben einfach hier die Marker aktivieren. Daraufhin sieht man dann schon, dass jetzt quasi diese Marker ja, innerhalb dieser Punktwolke liegen. Jetzt muss man hier einfach wieder weiter vorgehen nach den Punkten, und jetzt erkennt man eben auch, dass die jetzt schon viel mehr Vorschläge einfach hier angezeigt werden. Man kann dann jetzt eigentlich Bild für Bild in jedem Bild alles, was man sieht, ja, einfach durchgehen. Da ist halt jetzt der Nachteil, dass quasi die Verdeckten auch mit dargestellt werden, weil das natürlich die Software nicht erkennt. Hier jetzt in dem Fall ist es einfach mal eine Spinne. Und da muss man einfach das Ganze nochmal ein bisschen genauer einpassen und alle Grauen, wenn möglich, zu grünen machen. Das, so geht man jetzt eben Schritt für Schritt durch, bis eben hier möglichst viele Projektionen gefunden wurden, und man kann eben mit Kameraausrichtung diese gesamte Kameraparameter nochmal neu berechnen lassen, was sinnvoll ist, wenn man viel mehr hat, weil eben das immer genauer wird quasi, weil er seine ja, das Ganze eben optimiert, und je mehr Sollpunkte er hat, desto genauer wird das Ganze. Oder mit dem Klick hier kann man einfach nur nochmal die Transformation aktualisieren, da wird dann eben nicht die ganze Kamera nochmal neu berechnet, was eben dann einfach auch schneller geht. Nachdem jetzt deutlich mehr Zielmarken eingefügt wurden in den verschiedenen Projektionen, erkennt man eben hier, dass hier die Fehler noch verhältnismäßig okay sind, was eben dadurch rührt, dass eben die Kamerakalibrierung
anhand von sehr wenigen Punkten berechnet wurden. Jetzt kann man das Ganze einfach auf diesen Sternchen nochmal neu anstoßen, die Berechnung, und mit OK bestätigen. Nachdem die Berechnung durchgelaufen ist, erkennt man eben, dass sich hier diese Fehler einfach nochmal verkleinern, weil einfach diese Kamerakalibrierung neu berechnet wurde. Daraufhin merkt man auch, dass diese vorgeschlagenen Zielpunkte dann schon mal ein bisschen besser passen, ist aber jetzt zur weiteren Bearbeitung auch nicht so wichtig, weil man sie eh quasi noch bestätigen muss. Nach diesem Verfahren kommen jetzt möglichst viele Zielpunkte hinzu, um eben eine möglichst hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Man kann immer zwischenrein einfach mal auch die Transformation immer prüfen, schauen, ob das alles noch in den gewünschten Genauigkeiten sich abspielt oder eben nur die Kamera berechnen. Und man sieht eben auch in den Bildern, dass zahlreiche Zielmarken nicht tachymetrisch bestimmt wurden. Die kann man auch noch zur Unterstützung trotzdem hernehmen. Die schaden nicht, wenn es irgendwo Bereiche gibt, wo es Probleme gibt bei der Ausrichtung der Kameras oder bei der Verknüpfung. Und zwar kann man hier einfach rechtsklick Markierungen hinzufügen. Darauf heißt er dann Point 1. Den kann man hier sich dann beliebig umbenennen. Jetzt mal hier in 300. Und der Punkt erhält dann auch direkt Koordinaten. Könnt hier den Punkt auch hinzufügen. Da ist dann auch wieder Punkt 1. Können wir jetzt hier 301 nehmen. Und dann kann man den, wie bereits gehabt, hier wieder anpassen. Und hier erstellt er dann auch gleich blaue Häkchen, weil er diese Zielmarke automatisch erkannt haben will. Und kann das Ganze dann hier einfach anpassen und so die Verknüpfung versichern. Ist jetzt aber bei der Anzahl an verwendeten Passpunkten auch nicht nötig. Es soll einfach nur mal die Möglichkeit dargestellt haben. Wenn man dann irgendwann genug Passpunkte hat, einfach ist wichtig, dass auf jeden Fall jeder Passpunkt hier drüben Koordinaten hat und quasi in verschiedenen Projektionen angewählt wurde, eben in so vielen wie halt möglich. Wenn man da einfach dann durch ist damit, kann man dann abschließend das auch einfach mal berechnen, die Kameraausrichtung. Nach Abschluss der Berechnung wird der Fehler jetzt hier noch kleiner. Der höchste Fehler ist jetzt eben hier in dem Punkt 301. Man kann eben auch hier mit Haken quasi Punkte an- und abwählen für die Berechnung. Genau, ich nehme jetzt mal die zwei wieder raus. Und dann, wenn man eben die Genauigkeit erreicht hat, die man sich wünscht, kann man dann eben den weiteren Ablauf anstoßen. Und zwar kann man hier wieder im Ablauf dichte Punktwolken erzeugen. Und dann hier die Qualität auf Hochstellen, das langt in dem Fall. Hier in den Einstellungen muss nichts geändert werden. Und man kann dann eben einfach die Berechnung auf OK anstoßen. Die braucht aber mit am meisten Zeit, weil jetzt eben aus den verknüpften Punkten, die jetzt auch in diesem lokalen Koordinatensystem vorliegen und einen Maßstab haben, durch die Passpunkte eine Punktwolke berechnet wird. Daraufhin startet dann die Berechnung. Und ja, er sagt jetzt hier noch 13 Minuten verbleiben, das ist aber etwas irreführend, also für die Erzeugung der Tiefenbilder nur, und dann kommen noch eben andere Schritte. Also voraussichtlich wird er circa 2 Stunden rechnen an dem Computer mit eben doch verhältnismäßig viel Leistung. Nachdem die Berechnung der Daten abgeschlossen ist, kann man im Arbeitsbereich
folgenden Chunk feststellen, dass nun dort eine dichte Punktwolke angezeigt wird. Mit Doppelklick auf die Punktwolke wird diese im Modellbereich dargestellt. Die Punktwolke hat jetzt knapp 100 Millionen Punkte. Ebenfalls erkennt man hier nochmal, jetzt in Geld dargestellt, die Marke, die verwendet wurden, um die Punkte mit einem Maßstab zu versehen. Um die Punktwolke aus der Software Agisoft zu bekommen, kann man einfach hier Datei exportieren, Punkte exportieren und kann dann in verschiedenen Formaten, bevorzugt hier dem E57 Format, der Punktwolke einfach einen beliebigen Namen geben und das Ganze dann abspeichern. Beim Export kommen hier eben nochmal verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze wurde im lokalen System gemessen, deshalb ist das Koordinatensystem lokal. Hier könnte man auch noch weitere auswählen, wenn man das Ganze georeferenziert hätte. Die Punktfarbe will man speichern, damit das Ganze eben auch in RGB-Werten vorhanden ist. Und Punktnormalen und Punktklassen gibt es jetzt in dem Projekt nicht, könnte man aber ebenfalls mit abspeichern. Mit Klick auf OK kann man den Export anstoßen und die Punktwolke wird im E57-Format gespeichert. Im Verzeichnis, in dem die Punktwolke abgespeichert wurde, ist nun eine Datei mit der Punktwolke. Die hat jetzt hier in dem Fall mit knapp 100 Millionen Punkte ungefähr 2,2 GB. Und die Datei kann man jetzt eigentlich in allen gängigen Programmen zur Bearbeitung und Verarbeitung von Punktwolken öffnen. Jetzt hier in dem Beispiel, um sie einfach mal anzuschauen, in Cloud Compare. Das ist jetzt eben die Ansicht von oben. Und dann kann man einfach hier sich die gesamte Punktwolke nochmal ansehen. Falls die gerade eben exportierte Punktwolke schon vor dem Export etwas bearbeitet werden sollte, bietet Agisoft hierfür auch Möglichkeiten. Und zwar kann man hier oben einfach zwischen dem normalen Modus, in dem man die Anzeige schwenken und verändern kann, in den Auswahlmodus umschalten und kann dann hier über eine rechteckige Auswahl, eine kreisförmige Auswahl oder eine Freihandauswahl einfach einzelne Segmente der Punktwolke bereits in Agisoft löschen, welche dann gar nicht mehr exportiert wird und weiterverarbeitet wird, wie beispielsweise hier diese Störpunkte. Da könnte man jetzt hier die Freihandauswahl wählen und dann hier so ein Polygon aufziehen und mit einem Klick auf Entferntaste verschwinden dann die Punkte. So könnte man einfach noch ein bisschen aufräumen und einfach in den verschiedenen Ansichten schauen, welche Punkte einfach Fehlpunkte sind oder Störpunkte und diese dann eben entfernen. Oder man kann auch hier noch mit Klick auf Anzeige zurücksetzen, in die Ansicht von oben wechseln und könnte dann sich auch einfach zum Beispiel jetzt über die rechteckige Auswahl Randbereiche, die einfach nicht von Belange sind für die weitere Verarbeitung, weil einfach soweit der Bearbeitungsraum nicht reicht, könnte man hier auch einfach dann löschen und sich die Punktwolke noch ein bisschen zuschneiden. Die Punktwolke kann nun beispielsweise in PointCap weiterverarbeitet werden. Ebenfalls hat aber auch noch Agisoft Optionen, um mit den Daten weiterzuarbeiten. Und zwar kann man hier unter Ablauf noch ein Mesh erzeugen. Dann erzeugt es eben aus der Punktwolke ein Mesh, das auch in den gängigen Formaten exportiert werden kann. Oder was auch recht sinnvoll ist, ist eben, dass ein Ortho-Mosaik erzeugt wird, quasi ein Ortho-Foto, das besonders bei großräumigen Daten recht häufig eine Anforderung. Und zwar muss man da zuerst ein DEM erzeugen. Das heißt Digital Elevation Model. Da kann man wieder im Ablauf einfach draufklicken, kann hier Typ lokale Koordinaten alles so lassen, Quellkarten, einfach
die dichte Punktwolke. Man könnte noch Grenzen festlegen, das passt aber alles soweit. Man kann das mit OK bestätigen. Daraufhin läuft wieder eine Berechnung, und zwar des Höhenmodells, was später dann benötigt wird, um aus der Punktwolke ein Orthofoto zu erzeugen. Hier dauert die Berechnung auch nicht ganz so lang, und zwar ungefähr 30 Sekunden hat das Ganze gedauert. Da kann man eben nochmal immer mal nachschauen, wie lange die Berechnung gedauert hat. Genau, hier bei der dichten Punktwolke waren es circa 2 Stunden. Nochmal. Genau, da kann man hier mit Doppelklick auf das Orthofoto. Man kann dann hier Zoom grenzen über den Button hier oben. Dann ist hier eine Skala mit den Höhen angezeigt und eben ein digitales Höhenmodell. Jetzt hat man im Anlauf dann auch danach die Möglichkeit, ein Orthomosaik zu erzeugen. Das kann man auch einfach mit Klick darauf anstoßen. Man kann dann hier bei Oberfläche das Höhenmodell anwählen. Hier einfach Standard belassen. Pixelgröße passt auch soweit. Man kann das mit OK anstoßen. Daraufhin wird dann ein Orthofoto berechnet. Nachdem die Berechnung für das Orthomosaik abgeschlossen ist, erscheint dies auch im Arbeitsbereich. Hier die Berechnung jetzt in dem Fall 19 Minuten gebraucht. Mit Doppelklick darauf kann man das Orthomosaik öffnen und hat dann hier dieses sehr hochauflösende Orthofoto der ganzen Szene. Dies kann man auch wie mit der Punktwolke auch exportieren, Orthomosaik exportieren, in den verschiedensten Formaten ausgeben. Hier bei dem Orthofoto ist jetzt auffällig, dass noch recht viele weiße Flecken hier drin sind. Da ist zum Beispiel halt jetzt einfach der Bereich, wo der Baum drüber ist und da einfach viele Störpunkte sind, die er nicht so ganz zuordnen kann. Um das Ganze ein bisschen zu verbessern, kann man, wie bereits erwähnt, einfach diese Störpunkte rauslöschen, dann nochmal ein Orthofoto berechnen lassen. Oder man kann auch hier unter Ablauf Orthomosaik erzeugen, die Oberfläche Mesh nehmen, dann wird es in der Regel auch etwas besser. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal berechnen lässt, das habe ich jetzt eben schon mal gemacht mit den gelöschten Punkten und mit dem Mesh als Oberfläche, dann sieht man jetzt eben, dass da nicht mehr so viele Datenlücken drin sind, sich das Ganze eben verbessert hat und man hier jetzt auch sogar ein bisschen den Baum noch erkennen kann und aber hier jetzt auch eben das Dach einfach besser erkennen kann. So kann man eben einfach noch die Qualität vom Orthomosaik oder vom Orthofoto einfach ein bisschen verbessern. Ebenfalls kann man auch wieder hier unter Orthomosaik erzeugen, unter Planar, noch die verschiedenen Projektionsebenen auswählen oder eben hier bei Markierungen hier die schon angelegten Punkte, die dann beispielsweise auf Wänden liegen, jetzt hier von 102 nach 101, das Orthofoto eben einfach die Bezugsebene festlegen und nochmal neu berechnen lassen. Genau, was eben auch möglich ist, ist eben hier halt auch die Achsen einfach zu tauschen. Das Ganze sieht dann auch anders aus, und zwar so sieht es dann eben aus, beispielsweise. Der einzige Nachteil, die eben hier Agisoft hat bei dieser Erstellung von diesen Orthofotos oder Orthomosaiken, ist, dass pro Projekt immer nur eins möglich ist. Also wenn man ein neues berechnet, dann überschreibt er das Ganze. Deshalb habe ich jetzt eben auch gerade schnell Projekt gewechselt. Da muss man sich halt, wenn man mehrere haben wollte, die entweder halt speichern und in einer anderen Software weiterverarbeiten oder halt ein neues Projekt anlegen und dann ein neues berechnen.
Zum Abschluss eines Projekts kann man sich in der Software noch einen Bericht ausgeben lassen, um das Ganze nochmal zu prüfen. Das Ganze erfolgt hier unter Werkzeuge Vermessungsstatistik. Daraufhin berechnet er dann diesen Bericht. Und wenn die Berechnung, die so circa 1 bis 2 Minuten dauert, abgeschlossen ist, erscheint hier eben die Vermessungsstatistik. Die kann man sich einfach ein bisschen größer ziehen, damit man das besser erkennt. Und hat hier auf verschiedenen Reitern verschiedene Themen. Und zwar zeigt es hier die Kameraüberlappungen an, die jetzt hier immer größer 9 sind, bis auf in ganz kleinen Randbereichen. Dann auf dem nächsten Reiter zeigt es die Kamerapositionen an. Da sind diese Fehlerellipsen jetzt sehr verzerrt, weil er eben schon aus dem GNSS-System der Drohne welche vorberechnet hat und jetzt durch dieses lokale System da ganz woanders hin gezwängt wird. Deshalb ist das jetzt hier sehr, sehr unaussagekräftig. Hier zeigt er noch Kamerarotation an, da hat er jetzt aber in dem Fall keine Daten. Was für uns jetzt genau noch spannend ist, ist einfach hier die Bodenpasspunkte. Da zeigt er eben auch hier zu einer Farbskala die Fehler an, die er in denen für die berechnen kann. Und da sieht man das jetzt hier mit 1,1 Zentimeter, das absolut im Rahmen der Genauigkeiten sich befindet. Unter Konnektivität sieht man eben nochmal, welche Bilder alles verbunden sind oder verknüpft sind. Und eben noch ein paar Informationen wie Auflösung, Kameramodell, Brennweite und wann die Bilder aufgenommen wurden.